Hey Leute, was passiert, wenn man eine Smartphone-Kamera ans absolute Limit treibt? Mit professionellem Licht, Equipment, ordentlich Zeit und Color Grading. Nun, ich habe eine Werbung nur mit dem Smartphone gefilmt. Mein Smartphone der Wahl ist kein iPhone oder Samsung Galaxy, sondern das Sony Xperia 1 Mark IV, weil es auf allen drei Sensoren Videos mit 4K und 120 FPS aufnehmen kann. Außerdem hat es mit großem Abstand die professionellste und umfangreichste Video-App. Man kann da jedes Detail einstellen, vom ISO über den Shutter zum Weißabgleich und sogar den Fokus mit unterschiedlichen Fokuspunkten. Die Videoidee hatte ich schon länger, es freut mich daher umso mehr, dass sie Sony so gut gefallen hat, dass sie mich bei diesem Projekt hier unterstützt haben und es war wirklich sehr umfangreich. Meine drei Kaffeesorten heißen 120, 90 und 1 Hertz. Zusammen bilden sie das LTPO-Bundle. Das ist natürlich eine Anspielung auf Display-Wiederholraten und wie flüssig sie sind. Und Kaffee ist ja auch flüssig und energiegeladen. Meine Idee war es, die Geschmacksattribute der einzelnen Kaffeesorten zu filmen. Dadurch muss ich nicht nur die Bohnen filmen, die immer irgendwie gleich aussehen, sondern habe eben auch unterschiedliches Obst. Zuallererst musste ich also alle Zutaten einkaufen und das allein war schon ganz schön umfangreich. Fang an mit diesem sehr großen Backblech voller Kaffee, den ich schön als Untergrund nehmen kann. Und hier habe ich mir eine kleine Station aufgebaut mit allen Zutaten, die ich jetzt gleich brauche. Ich habe ein bisschen gestoryboardet, mir also vorher überlegt, welche Aufnahmen ich haben möchte, welche mir besonders wichtig sind und wie die am Ende aussehen sollen. Mir war aber schnell klar, dass wenn ich mit einem Smartphone filme und das ja zum ersten Mal mache und dementsprechend ganz neue Beschränkungen, aber auch ganz neue Möglichkeiten habe, dann letztendlich auch kreativ vor Ort entscheiden werde, ob ich eine Aufnahme mache oder nicht. Also das Storyboard ist mehr so eine Ideenfindung, aber jetzt nicht vorgefertigt, dass ich nur das mache, was ich gezeichnet habe. Alle Aufnahmen wollte ich in bestmöglicher Videoqualität filmen. Dafür habe ich hier 4K mit 120 FPS eingestellt. Obwohl das Smartphone ein Log-Farbprofil unterstützt und ich jetzt gerade mit der großen Sony-Kamera in einem solchen filme, habe ich mich dagegen entschieden, so zu filmen, weil es schwer ist, niedrig belichtete Sachen korrekt zu belichten mit einem Log-Farbprofil. Und Kaffee ist nun mal ziemlich dunkel und ich wollte kein unschönes Bildrauschen haben, also dachte ich mir, bin ich auf der sicheren Seite und filme mit einem normalen Farbprofil. Ich mache gerade meine erste Aufnahme und zwar ist das eine von der Mango, an der das Wasser schön runterperlt. Ist eine sehr simple Aufnahme, aber auch die muss natürlich gut aussehen. Und zwar filme ich hier mit dem 125mm Objektiv in Slow Motion, um die Mango schön einzufangen, wie das Wasser an ihr runterperlt. Ich habe das Xperia 1 Mark IV in einen Smartphone-Clip an einen Magic Arm auf ein Stativ drauf gemacht, um möglichst flexibel zu sein und habe am Anfang auch den Weißabgleich einmal eingestellt und dann konstant gehalten, damit wir keine Farbunterschiede in den einzelnen Aufnahmen haben. Als Lichtquelle hatte ich vor allem ein großes, softes Toplight, das ist ein Aperture 300x, damit wir immer schön konstant helles Licht haben, denn 120 FPS brauchen eine Menge Licht. In dieser Aufnahme möchte ich mit einer Fokusverlagerung arbeiten und da kommen diese Keyframes sehr, sehr ins Spiel. Alle Einstellungen waren jederzeit einfach erreichbar. Ich habe jahrelang mit Sony-Kameras gearbeitet und war dementsprechend sehr vertraut mit dem Menü. 3, 2, 1. Nein, was machen wir? Guck mal, wir sind richtig schlecht. 1, 2, 3. 2, 1. 1, 2, 3. Sah erstmal okay aus. Und Take Nummer 10 oder so. Bei einer Kamera kann man das Display oft umklappen, um eben auch aus unterschiedlichen Blickwinkeln das Display sehen zu können. Das wäre sehr praktisch gewesen, ging aber natürlich beim Xperia nicht. Ja, es ist alles ein bisschen schwierig, wenn man das Display nicht neigen kann von dem Handy, wie man das bei einer Kamera vielleicht gewohnt ist. Aber dieses Display war insgesamt sehr gut. Super hell mit den über 800 Nit Helligkeit, 4K-Auflösung und OLED. Also das war ein Traumdisplay, um die Aufnahmen nachher anzuschauen und auch beim Film. Sieht schon lecker aus, ne? Man legt so ein bisschen Mango auf Kaffee und es sieht direkt, lecker, lecker Kaffee. Ich mache jetzt einen Shot, wo die Blaubeeren in den Kaffee reinfliegen und habe ihnen von hinten so eine leichte, warme Kante gegeben mit dem LED-Licht, damit der Kaffee so schön golden glüht und die Blaubeeren so ein bisschen blauer hervorstechen. Ich glaube wirklich, 60% der Zeit von diesem Dreh war aufräumen und vorbereiten, weil die Lebensmittel überall rumgeflogen sind. Das hat jetzt leider nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Deswegen werde ich jetzt nochmal Mangostücke hier mit Kaffee einzeln in die Luft schleudern, hier auf dieser roten Folie. Und ich finde, das sieht doch eigentlich jetzt schon ganz lecker aus.
das hier ist nicht etwa moderne Kunst. Ich habe diese Erdbeere hier präpariert, um sie jetzt elektrisch einmal drehen zu lassen. Das ist ein bisschen arg schnell, fällt mir gerade auf. Aber wir haben jetzt zum Glück Slow Motion. Das ist jetzt ein bisschen zu schnell, ja, aber sieht schon gut aus. Ich habe jetzt hier so eine kleine Bühne errichtet mit einem Glas und allen Geschmackssorten. Und da werde ich jetzt den Kaffee reinschenken, den ich gerade extra aufgegossen habe. Und das ist dann so eine Art Totale, wo man einmal alle Geschmackssorten auf einen Blick sieht. Diese Slow Motion ist einfach so gut. Ich habe die Aufnahme jetzt nochmal neu gemacht und dieses Mal ein Licht hinter das Glas gestellt, wodurch der Kaffee so richtig schön anfängt zu glühen. Es ist ohne Witz so praktisch, dass ich alles manuell einstellen kann. Den Fokus, den Weißabgleich, einfach alle Einstellungen. Das ist so, so praktisch bei der Produktvideografie. Ich hätte nicht gedacht, dass es mir so viel helfen würde. Und ich bin sehr überrascht. Ich dachte, dieses Handy würde sicherlich überhitzen und ich müsste immer wieder Pausen einlegen, weil ich die ganze Zeit eigentlich nur filme und es für jedes Smartphone sehr anspruchsvoll ist. Aber bisher läuft es wirklich richtig, richtig gut. Und das sage ich nicht, weil Sony dieses Video gesponsert hat. Es ist wirklich beeindruckend. Und jetzt nochmal dasselbe hier mit dem Ein-Herz-Kaffee. Wir haben hier die Feige, die zugegebenermaßen etwas reifer aussehen könnte, den braunen Zucker und die dunkle Schokolade. Ich habe das alles so hingestellt, dass es dann halt in der Kamera zusammen, denke ich, doch ganz schick aussieht. Und es ist jetzt einfach eine simple Aufnahme, wo einfach nur Milch oder Kaffee ins Glas reinfließt. Das ist so eine Sauerei. Ja, das sieht gut aus. Ich merke gerade, dass ich es wieder falsch rum gemacht habe. Ich wollte eigentlich erst die Milch im Glas haben und dann den Kaffee geschaut. Und ich habe es schon zum zweiten Mal falsch gemacht. Also los, ein drittes Mal. Also der Teil mit der Karamellsoße sieht auf jeden Fall spektakulär aus, aber ist auch auf jeden Fall der mit der meisten Sauerei. Ich will eine sehr nahe Aufnahme von den Kaffeebohnen machen. Und weil die Naheinstellgrenze von dem Smartphone es mir nicht wirklich erlaubt, muss ich mir hier einen kleinen Filmtrick zunutze machen. Und zwar filme ich jetzt durch eine Lupe durch und ihr seht, das funktioniert sehr, sehr gut. Ich bin in dem Fall jetzt auf dem 85mm Objektiv. Auf dem bin ich jetzt sogar die meiste Zeit gewesen, weil ich einfach diesen Look sehr gerne mag. Und es funktioniert prächtig. Oh, das sah gut aus. Und ich mag das mit der Lupe, weil das so diesen dreamy Look hat. Und das macht bei Essen auf jeden Fall Sinn. Und leider muss jetzt irgendjemand die Sauerei wieder wegmachen. Und das bin ich. So, jetzt mache ich einen Shot, in dem man nochmal alles kombiniert sieht, alle Geschmacksrichtungen und die Tüte Kaffee selbst. Ist sehr schwierig, weil dieses Backblech nur eine begrenzte Größe hat. Kaufen Sie meinen Kaffee. Die meiste Zeit nimmt auf jeden Fall das Aufräumen ein, weil ich andauernd alles putzen muss, weil es so dreckig ist. Aber die Aufnahmen sind es auf jeden Fall wert, wenn man sie am Ende sieht und sich denkt, mua. So, ich habe gerade diese Schokolade mit Schokolade begossen. Es ist wieder unglaublich schmutzig alles. Aber es sieht sehr geil aus. Mmh, lecker, 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 lecker. 1, 3, 2, 1. Das ist nur eine Riesensauerei und hat kein bisschen funktioniert. 3, 2, 1. Vielleicht. Am Ende habe ich über USB-C dann circa 2 Stunden Videomaterial auf meinen Rechner übertragen. Das entsprach circa 20 GB. Ich habe dann die besten Aufnahmen rausgesucht und rausgeschnitten, von denen ich wusste, okay, die will ich am Ende verwenden und habe auch alle schon mit Color Grading bearbeitet, sodass die Farben noch ein bisschen intensiver sind, manchmal die Helligkeit ein bisschen höher, manchmal ein bisschen niedriger, so wie es eben am Ende aussehen sollte, dass alles wie aus einem Guss aussieht. Aus einem Guss Kaffee. Musik ist bei Werbung super, super wichtig, aber auch sehr schwierig zu finden. Nach einer ganzen Weile habe ich dann aber 3 Songs gefunden, die mir richtig gut gefallen. Ich meine, die Shots sind schon cool. Ja, würdest du denken, Smartphone? Nee. Oh, das ist schön, das finde ich gut. Am Anfang war mein Plan, eine große Werbung zu machen für den Kaffee als Gesamtes, aber letztendlich habe ich mich entschieden, für jede Sorte selbst einen eigenen kleinen Spot zu machen. Also, Film ab.
Und wie findet ihr es? Also, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen stolz. Und ich finde wirklich, dass man vielen Aufnahmen gar nicht mal anmerkt, dass sie mit einem Smartphone gedreht sind. Und das hat mich wirklich überrascht. Am Anfang dachte ich, oh, jetzt betreibst du diesen ganzen Aufwand und am Ende sieht es irgendwie schlecht aus, weil du es mit einem Smartphone filmst. Aber das war überhaupt gar nicht der Fall. Also diese 4K und 120 FPS, die haben es wirklich verkauft. Und es zeigt, wie weit Smartphones auch gekommen sind. Vor ein paar Jahren wäre sowas komplett undenkbar gewesen. Und es zeigt mir auch, dass Kreativität wirklich keine Grenzen hat. Das war's von diesem Video. Was haltet ihr vom Ergebnis? Schreibt mir das mal unten in die Kommentare. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.